Fangen wir an? Okay. Okay, wir legen los, ihr Lieben. Thorsten? Ja, hier spielt die Musik. Genau. Also, herzlich willkommen. First of all, do we have any English speakers? Yes. Do we have people who do not understand German? Okay, cool. Dann mache ich in Deutsch weiter. And you're welcome to chat me afterwards and we can talk about everything. You're also welcome to join the discussion in English if you want. And I'm do my best to translate back whatever you feels comfortable for you. Okay, hallo, herzlich willkommen. Ich spreche normalerweise nicht über mich, wenn ich einen Vortrag anfange. In diesem Fall möchte ich das aber doch mal kurz tun, nur um euch ein bisschen Hintergrund zu geben. Ich bin der Kaspar. Ich habe bis vor einiger Zeit im Plugin-Support gearbeitet für verschiedene Firmen. Ich habe, wie ich schon gesagt habe, bei der Session-Einführung mannigfaltig Erfahrung damit, wie Leute Webseiten kaputt machen und wie Leute, vor allem damit, wie Leute auf WordPress nicht klarkommen. Also mit dem Editieren ihrer Webseite oder mit dem Verwalten und so weiter und so fort. Das war also lange Zeit mein Beruf. Jetzt kürzlich habe ich den Beruf ein bisschen gewechselt, bin mehr ins Marketing gegangen, aber das beschäftigt mich immer noch sehr. Ich habe ein großes Interesse für User Experience und habe schon mal beim WordCamp Europe einen Vortrag über Plugin User Experience gehalten vor einigen Jahren. Und ja, das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Außerdem habe ich einen heißen Draht mit Thorsten, der da sitzt, und Ralf, der hier vorne sitzt, und noch Stefanie, die nicht hier ist. Wir haben einen wöchentlichen Call und da sprechen wir gerne über alles Mögliche, was WordPress ist, und speziell die beiden oder die drei, die Stefanie, die heute nicht hier ist, halten mich also total gut auf dem Laufenden, was so in der Welt von Freelancer WordPress los ist oder von Agentur WordPress, weil das ist ein Bereich, den habe ich vor Jahren verlassen sozusagen. Ich habe früher selber natürlich auch Webseiten gemacht und das dann aber gelassen. In der Session heute soll es um eine Idee gehen. Ich weiß nicht, ob die neu ist, wahrscheinlich nicht. Es ist eine etwas wilde Idee meiner Einschätzung nach und was ich möchte, ist euch die Idee vorstellen. Dafür habe ich ein paar Slides vorbereitet und dann wünsche ich mir, dass ihr die Idee auseinandernehmt und alles dazu sagt, was euch dazu einfällt und natürlich auch darüber nachdenkt. Und ja, und ich hoffe, dass wir zu einer interessanten Diskussion dann kommen über eine Idee, die jetzt kommt. Genau. Wir kennen alle diese Achso, die Slides sind in Englisch. Ich sage dann immer was dazu. Wir kennen alle die Statistik, dass WordPress angeblich ein Drittel des Internet powert sozusagen. In Wirklichkeit sind es die Top 10 Millionen Websites des Internet. Das ist eine Statistik von W3 Tech. Und das sind also 3 von 10 der Top Millionen Websites der Welt, die auf WordPress laufen. Das wissen wir alle, da sind wir alle mega stolz drauf, das ist super. Was mir neu war, ist, dass 6 von 10 Kleinunternehmen oder Mikrounternehmen auf der Welt nach Einschätzung von Google überhaupt noch gar keine Website haben. Das ist eine Menge. Das ist also doppelt so viel wie die Top-Millionen Websites, die auf WordPress laufen, wenn mich meine Mathematik nicht trügt. Das finde ich bedenkenswert, wenn man das gegeneinander stellt. Ich habe das mal ein bisschen provokant formuliert. Where have we lost the goddamn plot? Wo haben wir hier die Schnallung verloren eigentlich? Das ist bewusst provokativ formuliert. Natürlich ist nicht irgendjemand schuld jetzt an irgendwas oder so. Mir geht es darum zu beleuchten, dass diese Zahlen, also für mich zumindest, eine immense Diskrepanz offenbaren und eine Menge Informationen beinhalten über Themen wie Connectivity, also wer sich überhaupt mit dem Internet verbinden kann auf der ganzen Welt. Und dann aber natürlich auch, kommt sofort die Frage auf für mich, okay, warum ist das so? Warum haben so Leute irgendwie keine Website? Spielt da irgendwie vielleicht User Experience eine Rolle? Google hat eine Antwort darauf. Die haben gesagt, dass also eine Website zu bekommen und getting a website, sich eine Website zuzulegen sozusagen,
ist für viele Kleinunternehmen, Besitzerinnen und Besitzer von kleinen Unternehmen einfach zu komplex, zu teuer und zu zeitaufwendig. Und da finde ich, wird es interessant. Das ist eventuell eine Erfahrung, die die eine oder der andere bestätigen können, wenn ihr mit Kundinnen und Kunden zu tun habt, dass die Leute eigentlich ja damit beschäftigt sind und deswegen auch der Titelslide vorhin, ihr Geschäft zu führen. Und ihr Geschäft ist ja nicht eine Website zu verwalten, sondern ihr Geschäft ist ja was auch immer es ist. Und naja, ich finde, diese Zahlen offenbaren da mögliche Barrieren. Dann in unserem Call hat der Ralf was sehr Interessantes gesagt letztens. Der sagte, dass in all seinen Jahren als Agentur er roundabout 2 Kunden hatte, die ihr CMS, also WordPress, wirklich genutzt haben. Genutzt in dem Sinne, dass sie das wirklich angewendet haben für eine Art von Marketingstrategie oder dass sie da regelmäßig gepostet haben und so. Für alle anderen ist es so eher, ja, ich brauche natürlich eine Website, also will ich eine Website, ja, und ich will die natürlich auch selbst verwalten können, weil das hat mit Kontrolle zu tun und mit dem Gefühl von Sicherheit und nicht abhängig sein und so. Ja, und dann machen es aber irgendwie die wenigsten. Da würde ich jetzt schon mal ganz kurz, Show of Hands, wer kann so eine Erfahrung grob bestätigen von denjenigen? Okay, das sind viele im Raum, das ist auf jeden Fall die Mehrheit hier im Raum. Sowas piekt mich, wenn ich sowas sehe irgendwie. Also da frage ich mich, okay, wir haben jetzt ein Drittel des Internets, super, jetzt haben wir diesen neuen Editor, oh mein Gott, und alle Welt dreht sich um dieses neue Teil irgendwie und so. Aber anscheinend ist es ja für ein Sechstel der kleinen Unternehmen auf der Welt nicht gut genug oder nicht einfach genug vor allem. Anscheinend ist immer noch viel zu viel Komplexität da drin. Ja, wie ich gerade sagte, Google, ne, sagt too complex. Und weil ich Freunde in Afrika habe und in Afrika, also speziell in Zimbabwe und auch in Nigeria und so, und in Afrika ist das Internet eigentlich WhatsApp, so ungefähr. Das stimmt so natürlich nicht. Ist jetzt eine grobe Vereinfachung, aber WhatsApp ist riesig. Und Afrika, afrikanische Länder, in diesem Fall Zimbabwe und Nigeria, haben eine riesige Rate von Leuten, die tatsächlich ein online sind mit dem Smartphone oder mit einem Feature-Phone, aber die nutzen einfach nur WhatsApp, weil die mobilen Datentarife so mega teuer sind. Also du zahlst dafür einen Megabyte verglichen Unsummen und wenn du einfach ins Internet gehst, also erstmal so ein Tarif dir zu kaufen, die Provider da sind sehr geizig mit Bandbreite, weil Bandbreite knapp ist, weil die Infrastruktur nicht so gut ausgebaut ist häufig. Und da, wo Bandbreite knapp ist, da zahlt es sich halt aus, Bandbreite bewusst zu limitieren und pro Kundin und Kunde sozusagen nur ein limitiertes Set an Bandbreite auszuliefern und zu verkaufen, damit das Ganze irgendwie funktioniert. Zudem ist in vielen solchen afrikanischen Ländern ein Problem, dass die Regierungen nicht unbedingt super demokratisch oder fortschrittlich sind in der Richtung und immense Lizenzgebühren erheben für die mobilen Provider. Das alles führt zu einer Situation, dass du zum Beispiel in Zimbabwe WhatsApp-Bundles kaufen kannst für dein Telefon, also Datentarife, die sind auf eine Woche begrenzt und da funktioniert nur WhatsApp, sonst nichts. Und darauf läuft eine Volkswirtschaft, so ungefähr. Das hat mich auf den Gedanken gebracht, dass dieses Text-Interface sozusagen, und das hier ist jetzt dem Telegram-Interface nachempfunden auf dem Slide, aber wir kennen alle dieses Text-Interface. Und dann habe ich mal Statistiken nachgeguckt und der Sound ist echt ein bisschen komisch. Tut mir leid. Und es ist tatsächlich so, dass nach neuesten Erhebungen, könnt ihr nachgucken auf dataportal.com, 6 von 10 Leuten auf der Welt haben ein mobiles Telefon. Nicht ein Smartphone, wichtig. Also das sind ganz häufig Feature-Phones, die sehr geringeren Umfang haben, nicht so leistungsstark sind wie Smartphones und so weiter. Aber 6 von 10 Leute haben ein mobiles Telefon. Und ich habe jetzt einfach mal unterstellt, was natürlich nicht korrekt ist, aber in die richtige Richtung geht, glaube ich, dass das gleichbedeutend ist mit, dass diese Leute SMS schreiben. In irgendeiner Form. Sei es WhatsApp oder sei es Telegram oder irgendwas, einen Messenger benutzen. Aber dieses Kurznachrichtenformat, was für SMS genauso gilt wie für all diese Messengers, das dürfte ein User-Interface sein, mit dem
massenweise Leute auf der Welt vertraut sind. Wenn nicht 6 von 10, dann wahrscheinlich 5 oder 4 von 10. Ja, und dann habe ich mich gefragt, okay, wir leben hier natürlich in einem ökonomischen Kontext, wo Datenverbindungen nicht so das Megaproblem sind und Bandbreite nicht so das Megaproblem ist. Aber trotzdem ist den Leuten ja häufig das Editieren ihrer Webseite anscheinend so komplex, dass sie es gar nicht anfassen irgendwie. Kann man das nicht irgendwie nutzen? Also können wir das machen? Eine SMS schreiben und dann erscheint was auf WordPress, auf einer Webseite. Und jetzt, ich kann es rattern sehen in neuer Köpfen. Ja, wie? Bloggen per SMS? Was soll denn das? Das ist doch kompliziert und alles. Wichtig bei der ganzen Sache ist, das ist natürlich kein Use Case für jede Art von Website, sondern mir geht es dabei um eine spezielle Art von Website, die möchte ich kurz vorstellen. Ich nenne die einfach Microsite, weil ich, den Begriff gibt es schon, aber für mich ist das eine Webseite, die also speziell für ein Kleinbusiness in irgendeiner Art von Servicebereich ausgelegt ist. Auf der Webseite gibt es ein Branding, ein Logo in irgendeiner Art, sodass man die erkennen kann. Da gibt es irgendeine Art von Punchline oder Überschrift irgendwie, hoffentlich, an der man die Leute wiedererkennen kann, Tagline oder was immer. Dann gibt es eine kurze Beschreibung, worum es da geht, was das Business macht. Also hier Eiscreme oder sowas. Dann gibt es eine direkte Kontaktmethode, weil das wahrscheinlich für diesen Typ Business immer noch das Wichtigste ist. Also die verkaufen nichts online tatsächlich, sondern die Webseite ist tatsächlich dieses quasi Visitenkartenformat oder sowas, wo die tatsächlich nur da steht, damit Leute, die da drauf kommen, das Unternehmen direkt kontaktieren können oder den Dienstleister oder so. Ja, und dann Short-Form-Posts, also ganz kurze Beiträge, die vielleicht die Funktion haben, eher so von Service-Ankündigungen. Also stell dir zum Beispiel, ich habe in Berlin im Umland einen schönen Ziegenhof in Kremmen. Muss mal hinfahren, Axel, ist wunderbar. Ah. Okay. Also da ist eine Ziegenfarm, die stellen wunderbaren Ziegenkäse her, die haben ein tolles Hofcafé. Meine Frau und ich fahren da im Sommer fast jedes Wochenende raus. Es ist wunderschön. Und die stellen regelmäßig Updates auf ihre Website. Die machen es eigentlich auf Facebook, aber jetzt machen sie es auch auf ihrer Webseite. Und das sind nur so ganz kurze Meldungen, so hey, unsere jungen Zicklein sind geschlüpft, die könnt ihr jetzt angucken und wir haben frische Erdbeertorte. Ja, Mann. Gut, wir sind wach, okay. Also so eine Art von Service-Nachricht, mir geht es nicht um Blogposts, okay, sondern quasi das Post-Feature in WordPress zu nutzen für diese Art von kurze Service-Nachrichten von einem Unternehmen. Saisonal oder was auch immer, Valentinstag, heute gibt es frische Rosen, diese Art von Nachricht. Ja, und dann gibt es auf so einer Webseite noch wahrscheinlich irgendwie eine Anfahrt, wenn es ein stationäres Unternehmen ist, eine Map oder sowas, und Öffnungszeiten und natürlich den Impressumsrummel und so weiter. Mehr, wirklich viel mehr, hat so eine Website nicht. Also der Typ Website, von dem ich hier spreche. Wer von euch kennt diesen Typ Website ungefähr? Selber schon mal gebaut? Mehr oder weniger? Okay, das sind immerhin noch einige. Man kann sich lange unterhalten über den SEO-Wert von so einer Website und so weiter und so fort. Bezeichnend dabei ist aber, dass Google anscheinend so eine Website so wertvoll findet, dass sie selber ein Feature dafür entwickelt haben. Das habe ich jetzt hier nicht abgebildet. Was hier abgebildet ist, ist das Google Maps Profile oder besser das Google My Business Profil, was in Maps findbar ist. Also wenn du einen Unternehmenseintrag in Maps hast, dann sieht das ungefähr so aus. Und was wir da sehen, sind diese Posts. Das machen die wenigsten. Also gefühlt. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber wenn ich irgendwie Unternehmen auf Maps angucke, dann sehe ich fast nie solche Posts. Die gibt's aber und Google bewirbt die und sagt, mach das, weil das beschert euch wiederkehrenden Content und zeigt Aktivität im Unternehmen und so weiter und das bringt euch wahrscheinlich höher in den Such-, ich weiß nicht, ob wirklich höher im Ranking oder so, aber macht die Seite auf jeden Fall interessanter. Google hat selber einen Zeitbilder für diese Nummer gebaut, weil sie festgestellt haben eben, dass ganz viele kleine Unternehmen noch keine Website haben. Da haben sie einen eigenen Zeitbilder gebaut, da kriegst du einen One-Pager und der ist integriert mit diesem Business-Profil. Ich habe
extrem wenig Webseiten gesehen, die mit diesem One-Pager gebaut sind, weil es dann wahrscheinlich doch irgendwie zu wenig ist. Und außerdem ist ja auch Google, und bei Google wissen wir ja, dass alles, was nicht Search und Google Docs ist, irgendwann nach ein paar Jahren verschwindet. Also zurück zu unserem Fall. Mir geht es also um so einen Typ von Website. Habe ich das dargestellt ungefähr? Um diesen Service-Typ von Website. Kleinunternehmen, Serviceunternehmen mit Google Maps-Eintrag. Das ist der Kontext, in dem wir hier reden. Und wenn so jemand dann seinen Service macht, sein Unternehmen führt, seine Eisbude oder seinen Ziegenhof oder was auch immer, die oder derjenige mag vielleicht nicht unbedingt sich mit Gutenberg rumplagen oder so. Und deswegen habe ich gedacht, okay, geht das per SMS? Und deswegen habe ich mich gefragt, kann man einfach eine SMS schreiben, ein Bild dranhängen und dann erscheint das Ganze als Post auf der Seite und dann kann man das Ganze so noch integrieren, dass das auch im My Business Profile in Maps erscheint. Habe ich mich ein bisschen umgeguckt. SMS nach HTTP ist jetzt also für meinen Stand von Entwicklerkenntnissen nicht so ganz einfach, aber es gibt Services dafür, zum Beispiel dieses Logo in der Mitte, das ist Twilio. Twilio ist ein Unternehmen, die sind ein großer, großer Anbieter für Textnachrichten-Services, werden von Riesenunternehmen genutzt, die also User-Engagement machen über Textnachrichten und so weiter. Und ja, die haben eine API, da kann man mit rumspielen für frei für eine Weile. Das habe ich mal gemacht und habe so ein Ding aufgesetzt und es funktioniert. Was ich mir vorstelle oder was ich zur Diskussion stellen möchte, wäre so eine Art kleiner Chatbot. Also, dass jemand, der so einen Post auf der Webseite posten möchte, dann tatsächlich auch eine Antwort kriegt, wo sozusagen nochmal eine Bestätigung enthalten ist. Hier, das ist das, was du geschrieben hast. Du hast ein Bild angehängt. Möchtest du das jetzt posten? Ist das so okay? Oder sollen wir das nochmal wegwerfen? Das Ganze, also diese Idee mit dem Chatbot, die lässt sich natürlich noch, da kann man verrückt werden mit. Also du kannst natürlich ein Riesending draus machen. Mir geht es ein bisschen darum, das simpel zu halten, aber grundsätzlich als Idee für dieses SMS-Feature einen kleinen Chatbot einzurichten, sodass die Leute tatsächlich interagieren und nicht einfach nur blind eine SMS schreiben und dann nicht wissen, was passiert ist, sondern versichernde Rückmeldung kriegen, sozusagen, aha, jetzt ist publik. Und das können sie im Auto machen, wenn sie im Stau stehen oder sonst wo, wo es ihnen gerade passt, auf dem Klo oder irgendwo. Nochmal das Schema, also worum es geht bei dem Chatbot, was da technisch passiert ist. Du schreibst eine Textnachricht, das ist also einfach nur Text und Emoji und ein Bild dran gehängt, vielleicht. Man könnte optional das Ganze noch mit Markdown erweitern für die etwas Fortgeschritteneren, wenn man will, muss aber nicht. Dann sendest du das Ganze ab, dann über die API von Twilio auf der WordPress-Seite passiert dann so ein bisschen Parsing. Meine Idee war, die erste Zeile der Nachricht als Titel zu parsen und alles, was danach kommt, als Content. Ist schon sehr jetzt in die Details am Gehen. Irgendwie muss man vielleicht nicht sofort drüber nachdenken. Ja, und dann sendet die Webseite eben diese Nachricht zurück. Sollen wir das jetzt publizieren? Dann schreibst du einfach ein Ja oder Nein und dann geht das raus. Und dann kriegst du noch eine Bestätigung, jo, das war's. Soweit die Idee. Und das war's auch schon für den Einführungsvortrag. Und jetzt würde ich gerne von euch hören, ist das komplett bescheuert? Ist das komplett irrelevant? Oder glaubt ihr, es könnte für eine bestimmte Nutzerin, Nutzergruppe was sein? Oder wie auch immer. Wir haben Wortmeldungen. Ich moderiere das Ganze so ein bisschen. Wir haben Marc, wir haben Annette und dann Thorsten. Marc, bitte laut. Richtig, ja. Genau. Der Einwand war, wenn ich dann ein Bild anhänge, dann ist ja keine SMS mehr, dann ist jetzt eine MMS, also dann ist es ja nicht mehr eine einfache Textnachricht. Könnte man ja graduell so programmieren, dass alles funktioniert. Also wenn es eine einfache SMS ist, funktioniert, wenn es eine MMS ist, funktioniert. Das hängt alles mit dieser API in der Mitte zusammen. Und natürlich, um das auch gleich vorwegzunehmen, natürlich ist es auch ganz einfach, wenn der Ansatz erstmal da ist, das Ganze zu portieren auf eine WhatsApp-API, wenn die Leute eher WhatsApp nehmen. Mir geht es dabei eher um Fülle, also möglichst alles zu bedienen, was an Textnachrichten-Apps auf dem Markt ist, über diese simple API mit dem Fallback, was auf jedem Mobiltelefon funktioniert, und das ist die einfache SMS. Wenn jemand lieber WhatsApp nutzt, dann bitte das, aber ansonsten funktioniert immer die SMS. Moment, jetzt hatten wir
Annette. Okay, ich wiederhole nur kurz eine Zusammenfassung für die Aufnahme. Annette sagt also grundsätzlich tolle Idee, kann sie bestätigen, könnte ein Use Case sein. Sie sagt, bei ihren Kunden ist es hauptsächlich so, dass die eigentlich Aktuelles nur noch über Facebook rausschicken. Und deswegen meint sie, wenn, dann bitte so eine Idee mit Anschluss an alle sozialen Profile, sodass es wirklich nur eine Nachricht ist und man nicht irgendwie wieder durch drei Apps durchgehen muss oder so. Super Einwand. Wir hatten Thorsten und dann nochmal Marc und dann Maja und dann Stefan, Thorsten. Internetaffin sind, das heißt, die sitzen irgendwo in einem Raum mit einem Langhandel und dann fragst du die Customer die Fotos schicken und die sagen, ey, ich bin nicht im Rechner und ich werde da auch nicht mehr hinkommen, ich habe auch keine Lust drauf. Die haben aber ständig das Smartphone dabei. Also, da kriegt man Fotos über WhatsApp geschickt oder über Facebook Messenger und versucht sich dann irgendwie damit durchzuschlagen, wie das auch auf die Webseite zu kriegen. Und gerade für dieses Klientel, wie wir immer sagen, braucht aktuellen Content. Es muss nichts Wildes sein, einfach sowas wie, weiß nicht, wir haben den Eingang erneuert oder wir haben neue Duschen oder keine Ahnung was. Das wäre so ein schöner Fall, wo die einfach mit ihrem Smartphone, das sie ohnehin bei sich haben, dem hingehen, die fotografieren das, die neue Mitarbeiter drin, die neue Duschen oder so. Und dann wird das einfach an die Webseite geschickt und der Rest passiert auch immer. Was natürlich da Die benutzen einfach das, was sie immer benutzen, ihr Messenger eingeworfen oder was. Was erfordert. Genau, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Thorsten arbeitet viel für Fitnessstudios und seine Kundinnen und Kunden haben eigentlich immer das Smartphone parat und sind immer mit dem Smartphone unterwegs. Und er meint, grundsätzlich würde das also dafür sehr gut passen, weil die sowieso die ganze Zeit in diesen Messengern unterwegs sind und dann so eine einfache Nachricht mal an die Webseite zu schicken, einfach nur eine weitere Nachricht wäre quasi. Thorsten gibt zu bedenken, natürlich mit Recht, was ich nicht erwähnt habe, dass das natürlich eine sehr genaue Aufbereitung auf der WordPress-Seite bedarf im Theme, dass diese Nachrichten natürlich adäquat dargestellt werden. Wenn die einfach nur so reingeholzt werden, ist blöd, sondern dass das eine Menge Theme-Arbeit erfordert und Styling, dass das als so eine Kurznachricht dann auch wirklich schön aussieht. Ne? Genau. Jetzt hatten wir noch einmal Marc kurz und dann Maja und dann Stefan und dann war hier eine Wortmeldung und dann da. Mhm. Aber noch zwei Anmerkungen dazu. Also ich finde es auch erstmal eine gute Diesel-Idee. Also ich glaube, es ergänzt die Möglichkeiten, die man hat. Dazu nochmal Anmerkung, vielleicht die neue WordPress-API gibt ja vielleicht zukünftig auch noch eine Möglichkeit, an dieser Stelle, auf dieser Ebene Smartphone-Publishing was zu entwickeln. Leider geht es ja nicht mehr auf Facebook, dass du automatisch was hinschickst, sondern funktioniert das so nicht mehr. Mhm.
Was ich anmerken will, ist, dass ich viele Kunden habe, die überhaupt nicht wissen, was sie veröffentlichen sollen. Denen fällt kein einzelner Scheißsatz ein. Die kriegen das nicht hin. Und also ich kapiere es nicht, aber jeder kennt auch die WhatsApp-Leute oder die SMS-Leute, die kriegen keine Normen. Das ist nicht. Das heißt, was hinkommt, ist so ist. Also diese Kunden gibt es eben auch. Mhm. Und ich glaube, dass das häufig ein Grund ist, warum die das diese Website nicht aktuell halten oder was publizieren, weil sie es einfach nicht wissen, was sie machen wollen. Und dann hilft das auch noch. Mhm. Okay. Ja, ich fasse kurz zusammen. Marc, gibt zu bedenken, dass ja die WordPress REST API auch vielleicht Möglichkeiten bietet, direkt vom Smartphone zu publizieren, nicht über SMS, sondern dann wahrscheinlich über eine eigene App oder sowas. Kleine Anmerkung von mir zurück. Ja, natürlich. Das war auch mein erster Gedanke. Aber dann hast du halt wieder noch eine App irgendwie. Und mir ging es darum, tatsächlich extrem zu reduzieren und tatsächlich die Leute da zu lassen, wo sie sowieso schon posten. Marc hat auch gesagt, dass es viele Kunden gibt oder er viele Kunden hat, die vielleicht gar nicht wissen, was sie überhaupt schreiben wollen und so und da völlig ratlos sind und mit solchen Updates also völlig überfordert wären. Ja, über die reden wir hier nicht. Genau. Wir haben noch eine Viertelstunde. Maja, bitte. Der Umgang mit sowas ganz anders ist und viel selbstverständlicher ist als bei uns. Ich würde aber gerne noch anmerken, warum Menschen Okay, ich fasse das kurz zusammen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Also Maya hat angemerkt, dass ein ganz praktischer und valider Grund natürlich, weswegen Menschen oder Unternehmen, kleine Unternehmen keine Webseite haben, ist, dass ihre Zielgruppe nicht besonders online affin ist. Das ist natürlich ein ganz einfacher und sehr plausibler Grund, den Google wahrscheinlich erfasst hat oder auch nicht, weiß ich nicht. Stimme ich dir vollkommen zu, ist mir auch die Idee gekommen, also um diese Statistik muss man sich vielleicht gar nicht so viel Sorgen machen sozusagen, weil ein gewisser Anteil von Leuten einfach gar keine Website haben möchte. Vielleicht, weil es für sie gar kein valider Marketingweg ist. Dann hast du angemerkt, dass du grundsätzlich den Ansatz trotzdem gut findest und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen würdest, nämlich, dass es möglich sein sollte, also nicht nur auf die eigene Website zu posten, sondern auch von anderen Websites sozusagen Informationen per SMS anzufordern, wenn die Bandbreite gerade mal nachlässt in der Gegend. Das kommt ja in Deutschland auch vor, davon muss man nicht reisen. Ich wohne in Brandenburg. Und ja, dass das also sozusagen ein Nachrichtendienst per SMS von einer Webseite, dass das eine interessante Erweiterung dieser Idee wäre. Dazu kann ich sagen, dass das im großen Stil schon betrieben wird von einigen großen Publishern. Wie hieß er? Nicht Interpreter, sondern ich glaube in Philadelphia. Die haben da gerade ein Experiment bei den Midterm-Elections letztes Jahr gemacht und haben genau das gemacht. Und ich glaube, die Times oder irgendjemand, also irgendwelche großen Zeitungen haben so einen Nachrichtendienst per SMS schon mal ausprobiert und fahren das auch. Und diese Experimente waren sehr, sehr, sehr erfolgreich. Diese SMS hatten Öffnungsraten von 98% und die Leute sind darauf eingestiegen und haben geantwortet und Fragen gestellt und so. Das war viel persönlicher und viel aktiver, als das normalerweise in einem Kommentarfeld
die der Fall wäre. Jetzt hatten wir, Moment. Dein Name? Genau, Friederike und dann und genau, Marco und dann Bernhard und dann Stefan. Friederike, bitte. Ja. Nee, ich habe nur noch mal deinen Namen geguckt. Ich fasse das mal kurz zusammen. Friederike sagt, also sie stellt auch Webseiten her, sie macht aber ganz viel Content-Coaching auch. Das ist ein bisschen auch eine Antwort auf Marc vorhin, mit viele Kunden wissen nicht, was sie überhaupt schreiben sollen. Das macht Friederike, bringt denen das bei, sozusagen. Also du bringst den Leuten sozusagen bei, wie sie tatsächlich eine Marketingstrategie online aufbauen, für was immer sie tun. Und dann sagst du, dass wenn die Basics erstmal stimmen, wenn die Leute darüber erstmal eine Checkung haben, dann sei es eigentlich egal, mit welchem Tool sie das machen. Da möchte ich zu bedenken geben, dass eventuell so eine Idee doch die Reibung reduzieren könnte und die technische Hürde reduzieren könnte. Also meine Erfahrung aus früheren Zeiten ist, dass für viele Menschen, die sehr wohl einen Marketingplan im Kopf hatten, die technische Hürde des User-Interface für WordPress einfach noch immens war. Gut, wir sprechen auch das war ein bisschen anders damals als heute, aber trotzdem. Könnte trotzdem, glaube ich, passen, aber wichtig, stimme ich dir vollkommen zu, die Basics an Idee müssen natürlich stimmen über den eigenen Marketingplan und das ist wahrscheinlich dann die erste Baustelle. Dein Name? Marco. Marco. Ich nehme an, dass AMP zu wenig kommt. Wer? Oh, AMP, ja. Mhm. Ja, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wer soll jetzt per Textnachricht posten? Kunden oder die Webseitenbetreiber? Die Betreiber, aber das könnten jetzt auch Leute in der Bedienung sein, die einfach ein Server oder sowas. Und ein Buchungssystem damit verwalten. Ah, okay. Also es geht um einen SEO-Blickwinkel. Ja. Okay, es geht um einen SEO-Blickwinkel und Marco sagt, dass so ein Ansatz dazu führen könnte, dass Content schneller aktualisiert wird oder neuer Content schneller eingestellt wird und damit auch schneller indexiert wird, mit einem Bezug auf Buchungssysteme, zum Beispiel für Restaurants oder Hotels oder sowas. Okay, ja, weil Leute sich erst sehr spät entscheiden. Okay, ja, cool. Bernhard und dann hatten wir Stefan und dann hier vorne und ich hoffe, wir kommen noch zu euch beiden. 10 Minuten, ja. Bernhard. Ja, also das, was Maya angesprochen hat, die Nachrichten von der Website Reality. Also das wäre der erste. Ja, muss man halt größer. Ich muss Lese, aber auch was gelesen. Quasi mit dem Ländern und auch gerade ist doch echt. Das ist ein bisschen.
des Tagesgericht oder sonst was. Also für beide Nutzergruppen wäre, glaube ich, sowas interessant. Also für alle, die das Medium Internet nicht so als solches kennen. Und wenn man das dann irgendwann sogar in die Netz einbinden kann, dass man sagt, es gibt halt diese Chatbots-Adresse, wo man dann sagt, hier, an die schicke ich ein SMS und dann passiert das einfach. Das wäre schon ein großer Vorteil, gerade für die Nutzer, die nur auf dem Mobiltelefon diese Art von Chat-Telefon. Ja. Ich fasse kurz zusammen. Bernhard sagt, dass also grundsätzlich Zustimmung ist ein guter Approach und weist darauf hin, dass es solche Chatbot-Geschichten ja auch schon gibt, wo also so SMS-Chatbots aktiv sind. Das darauf speziell, das würde aber ausbauen. Also sowas ließe sich ausbauen für sowohl für Kundinnen und Kunden von Webseiten, also Restaurantreservierungen, was auch immer, als auch für Seitenbetreiberinnen, die dann mal eben schnell ihre Öffnungszeiten oder ihre Tageskarte oder sowas updaten könnten. Und wenn dann wirklich so eine Interaktion stattfindet mit so einem Chatbot und man diesen Chatbot dann auch in einem Google Maps Profil findet, so dass man von da aus direkt auf dem Mobiltelefon so interagieren kann, das wäre doch sehr nützlich. Alles klar, super. Wir hatten Stefan und dann hier vorne und dann hier zwei. Je kürzer ihr euch fasst, desto sicherer kriegen wir alle noch rein. Vor nicht allzu langer Zeit, ein paar Jahre vielleicht, war mal das große Thema Unified Messaging, wo in der E-Mail alles zusammengespült worden ist. Einmal reinschmeißen und fünfmal hinten raus weiterverwenden. Also da gibt es Möglichkeiten. Insoweit finde ich den Ansatz, wenn wir den weiterverfolgen, dann ist das super klasse. Weißt du, hat Zimbabwe auch ein Messer? Das nehme ich als Nein. Aber wir können da gerne mal zusammen drauf gucken. Ich habe meine kenianische SIM-Karte auf dem Telefon. Da siehst du, was an SMS-Geschichten gehen kann. Es gibt keine Banken. Doch, es gibt Banken, aber für den täglichen Geschäftsverkehr hat es keine Bedeutung. Ich gehe in meinen Coffeeshop, kriege meinen Kaffee und den zahle ich per SMS und Ich fasse kurz, super interessant, Stefan, ich fasse es kurz zusammen. Also Stefan weist hin auf den Zusammenhang zu Unified Messaging, den Trend, dass alles Mögliche in E-Mail aggregiert wird und von da aus gesteuert wird. Das jetzt quasi wäre ja sowas Ähnliches und er weist darauf hin, dass heute Nachmittag ein Talk oder eine Session mit Stefan über so einen Ansatz, wie man sowas alles über WordPress als zentrales Steuerungselement quasi machen kann und auch wieder rausschicken kann und so weiter. Wichtiger Hinweis, Hashtag Afrika, bei dir war es Kenia, genau, dass also das tägliche Geschäft zu großen Teilen über SMS funktioniert, dass man tatsächlich im Café mit einem per SMS bezahlt und solche Geschichten. Ich bin eigentlich über diese Sache tatsächlich nochmal drauf gekommen, über eine Ankündigung von Banking per SMS in Zimbabwe und so. Sehr, sehr interessant, ganz spannend. Diese SMSs würde ich gerne sehen, die du da auf deinem Handy hast. Okay, bitte. Pascal. Okay, das hier, was du jetzt hier auf dem Bildschirm siehst, achso, ich soll mal kurz zusammenfassen. Ah, okay, nochmal kurz das Konzept, die Idee zusammengefasst. Es geht darum, dass es eine Webseite gibt, eine ganz normale Webseite, die steht online. Ich beziehe mich auf einen bestimmten Typ von Webseite, die auf eine bestimmte Art Marketing macht für ein kleines Unternehmen. Das kann ein Restaurant sein, das kann irgendein anderer Serviceanbieter sein oder was auch immer. Das war meine Idee so. Also es gibt eine Webseite, die steht im Internet. Die ist Voraussetzung, ja. Die ist auch nützlich, weil die halt gefunden wird von Leuten, die online suchen. Die ist auch
dann nützlich, wenn sie zum Beispiel mit dem Google Maps Profil verknüpft ist über Structured Data und solche Geschichten, ist jetzt SEO-Kram. Aber ne, also die hat ihren Sinn, diese Webseite. Und es, mir geht es um die Reibung zu reduzieren oder die technische Hürde zu reduzieren für die Webseitenbetreiberin oder den Betreiber, die nicht unbedingt affin sind mit einem WordPress-Interface und das vielleicht ist auch irgendwie zu viel und ich habe doch schon so viel mit meinem Restaurant zu tun und so weiter und so fort. Und die dann einfache kleine Updates per SMS auf ihre Website stellen könnten. Solche Service-Ankündigungen wie zum Beispiel heute Tageskarte das und das oder heute gibt es frische Rosen, weil Valentinstag ist oder solche Geschichten. Und diese frischen Service-Updates würden erstens auf der Webseite erscheinen, zweitens im Google Maps-Profil, drittens kam hier die Idee auf, das Ganze auch noch an andere soziale Netzwerke zu syndizieren und so weiter. Also das ist der Kontext von Idee, über den wir sprechen. Jetzt hatten wir Ralf und dann Rian. Ja, das kriegen wir gerade noch hin. Ich glaube, der Punkt ist einfach, man sieht ja daran, dass Business-Seiten bei Facebook oder Instagram und sowas, die das ernsthaft benutzen, haben ja sehr, sehr großen Erfolg damit, weil es für sie einfach ist, sie im Alltag zu bedienen, weil sie schnell Facebook-Posting raushauen, ist halt schnell gemacht und die Leute sind halt, sind aktuell noch viel auf Facebook und es ist halt einfach eine einfache Interaktion und wirklich eine Webseite öffnen, einloggen und sowas ist halt sehr komplex und deswegen dieses die Daten einfach in eine Webseite reinzukriegen und von dort aus einen Hub zu haben, wo das dann auf die ganzen Kanäle rausgeht, hilft sehr vielen Businesses. Hilft halt auch so, dann kommt halt irgendwann der nächste, irgendwo ein neues soziales Netzwerk daher oder eine neue Suchmaschine oder irgendwas. Und dann kann man ja einfach durch Erweiterung der Software plötzlich diese ganzen Sachen, die man seit Jahren gesammelt hat, auch in den eigenen Hub auf die ganzen Sachen verteilen. Und wenn das automatisiert ist, dass derjenige halt nicht so, okay, jetzt muss ich mir einen neuen Account da machen und so, das ist ja viel zu aufwendig, da hat der Business-Betreiber im Alltag gar keine Zeit. Ja, also Ralf, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, was du gesagt hast. Entschuldige, das ist ganz kurz, weil ich möchte noch Rian hören. Ralf spricht an, dass es eigentlich eben darum geht, Cognitive Load zu reduzieren. Also die kognitive Belastung, die ein neues User-Interface oder jedes weitere User-Interface mit sich bringt, mit dem ich interagieren muss. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt, egal wie digital affin ich bin. Und Ralf sagt, dass für ganz viele Leute Facebook diese Funktion erfüllt, weil das sind sie sowieso ständig unterwegs und Facebook hat das Posten sehr, sehr einfach gemacht. Nachteil, es postet halt auf Facebook, nirgendwo anders. Und dass dieser Ansatz halt funktionieren könnte, wenn man das Ganze nimmt als Interface für einen Hub, von dem aus dann die Sachen nicht nur auf der Webseite landen, sondern eben auch auf den sozialen Netzwerken, wenn das von deren APIs aus noch möglich ist. Übrigens, kleine Side-Note, Sven, vielen Dank für das Import Facebook Posts Plugin. Der Ziegenhof, den ich vorhin erwähnt habe, der hat eine Webseite jetzt, wo die ihre Facebook-Updates zurück auf die Webseite kriegen damit. Ganz toll. Rian, bitte. Yes, please. I think that's a great idea because a lot of people who are blind can easily use a text. So now they can easily add text to a website. So that's really great idea. They can do text just the way they want it. And really easy. Otherwise they're struggling to put it there. And now we can Danke. Ich übersetze das zurück. Rian ist Accessibility-Expertin für die, die es nicht wissen und gibt auch einen Workshop heute, morgen, tomorrow? Workshop? Ja, also heute Nachmittag um 4, Accessibility-Workshop, kann ich sehr empfehlen. Rian sagt, das Ganze hat noch eine andere Dimension, nämlich eben Barrierefreiheit, dass für Leute, die zum Beispiel blind sind, dass die dann einfach die Text-Messaging-App nutzen können, um was zu diktieren, um Content auf ihre Webseite zu bringen. Das muss gar nicht diese Service-Typ-Website sein, sondern irgendeine Webseite. Und die in ihrem User-Interface, was für sie barrierefrei ist, das machen können, anstatt sich rumplagen zu müssen mit einem Gutenberg, der noch nicht barrierefrei ist. Thank you. Ich glaube, wir müssen schließen, Freunde. Ja, tut mir leid, ich finde es super spannend. Ich würde mich freuen, wenn du ihr noch irgendwas dazu loswerden wolltet oder so. Da ist meine Handynummer, schick mir eine SMS. Oder da ist mein Twitter-Handle, Glückpress, mit Hashtag WCOS. Postet auf Twitter, auf Facebook bin ich nicht, auf WhatsApp auch nicht. Vielen, vielen Dank. Das war eine ganz, ganz tolle Diskussion. Dankeschön.